Und wünsche einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Morning Meeting und Live Trading der Markteröffnung mit Jens Glatt. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FXLet und CapTrader. Wir wollen jetzt nicht so viel Zeit verlieren, deswegen schnell den Risikohinweis. Dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Bitte nicht diese Veranstaltung als Handelsempfehlung verstehen. Am Ende müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Und die Meinung des Referenten muss nicht zwingend die von FXFET oder CapTrader sein. Ja, können auch gerne pausieren, wenn Sie sich die Aufzeichnung schauen und den Text entsprechend lesen. Gut, Jens, dann übergebe ich sehr gerne. Heute Nacht war ja viel los beim Kiwi und bin gespannt, was du heute zu sagen hast. So, ich bin jetzt gerade eben so, einen Moment, jetzt muss ich die Bildschirme hier teilen, aber einen Moment. Na, so, da ist die richtige Slide. Also, auf geht's. Jetzt bin ich positiv überrascht, Nelson. Also, das ist wirklich jetzt meine Einleitung. Die hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Weil es ist wirklich, ist tatsächlich ist super spannend, was im Kiwi abgegangen ist, aber dass du das jetzt als Einleitung sagst, das spricht für die Qualität von Nelson Cardoso Neto. Also das Vielen möchte ich Dank. an der Stelle mal ganz kurz sagen. Also das ist wirklich echt cool. Ja, das ist ganz interessante Entwicklung. Wir wollen allerdings nicht vorgreifen, sondern machen das gleich im Laufe der nächsten Stunde dann, dass wir das Kiwi mit einfließen lassen. Wahrscheinlich auch deswegen, weil vielleicht ein Haupt oder Großteil der Zuhörer hier auf den DAX fokussiert sind. Ich habe jetzt hier auch wieder meine Morning Meeting Slide offen und hoppala, jetzt bin ich ein bisschen schnell gewesen. So, hier ist erstmal der Risikohinweis. Und so gerade bildet sich wieder die Open Range im DAX aus. Also wir werden das mit dem Live-Trading so mit einfließen lassen. Das Setup, ich hatte jetzt zunächst einmal schon ein bisschen was vorbereitet in Richtung der Long-Seite, aber es scheint sich tatsächlich dann so abzuzeichnen, jetzt das Bild, wie ich das in meiner Analyse für den heutigen Tag hier gezeichnet hatte, nämlich ein relativ skeptisches, ehrlich gesprochen. Und zwar, dass ich den DAX eher von der Short-Seite sehe, weil ich denke, dass diese Korrekturbewegung etwas überdehnt ist. Und jetzt wird es wahrscheinlich darauf rauslaufen, dass wir dann eher die Short-Seite traden, weil wir so nämlich so gerade unter unseren Trendfilter rutschen. Also das ist der 50er EMA auf 5-Minuten-Basis hier, der dann darüber entscheidet, ob wir uns Long oder Short in den Markt positionieren. Natürlich, wie gewohnt hier, ja, weil es einfach mal eine super gute Möglichkeit ist, das ein bisschen zu promoten. Ein kurzer Hinweis nochmal auf mein Buch. Ich will aber Folgendes machen, gar nicht so viel zum Buch sagen, sondern dann gleich in die Price Action im DAX gehen. Stell einfach mal den Link zur wie heißt es, Amazon-Webseite. Stell den einfach mal ein und dann kann man einfach draufklicken und alle weiteren Informationen eigentlich dort finden. Also da ist dann auch der Verweis zum Beispiel auf die Webseite zum Buch und dergleichen. Also ich stelle einfach den Link hier ein, zack. Ohne alles und ja, für weitere Informationen zum Buch schauen wir dann einfach entsprechend bei Amazon vorbei. Und jetzt switchen wir rüber zum DAX, der das Bild genauso zeichnet. Und man sieht auch hier, ich habe schon mal das Mini-Terminal vorbereitet mit der entsprechenden Order. Habe das jetzt gerade von Buy Stop auf Sell Stop switchen müssen. Und ja, jetzt im Grunde genommen geht es erstmal darum, die Order in den Markt zu geben. Ich persönlich werde hier in diesem Zusammenhang jetzt gleich ein bisschen fix sein müssen, denn ich habe nämlich das Gefühl, dass wir hier gleich eine, hoppala, das ist eine falsche Richtung, 1,71, dass wir hier gleich relativ zügig agieren sollten mit dem Eingeben der Order, sobald nämlich in 25 Sekunden diese Kerze geschlossen ist. Das ist die 9:05 Kerze. Warum, wieso, weshalb? Das werde ich gleich nochmal präsentieren, ausgehend von dem Setup, damit man auch versteht, was ich hier eingebe. Den Take Profit, den können wir in der Tat auch schon eingeben. Das CRV bei solch einem Setup ist dann 2 zu 1. Dann sind wir nämlich bei 11,071. Und 3, 2, 1, meins. So. Das ist jetzt die Order. Und die ist jetzt gerade eben auch schon bereits getriggert worden. So, jetzt ganz kurz zum Setup. Was war jetzt die Grundidee dahinter? Will in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal ganz kurz hier eine Slide öffnen. Dann haben wir das nämlich gleich auch in schriftlicher Form. Das Regelwerk, was da gerade dahinter steht. So, einen kurzen Augenblick.
Und zwar geht es nämlich darum, man kann das an den zwei rotfarbenen Linien erkennen, also beziehungsweise jetzt nicht ganz sauber, aber wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man hier zwei dünne rotfarbene Striche. Diese dünnen rotfarbenen Striche kennzeichnen das Hoch und das Tief der Handelsspanne zwischen 8 und 9.05 Uhr. Und dann ausgehend von dem 50er EMA, der hier sich eben in blau zeigt, das ist der gleitende Durchschnitt, entscheiden wir, ob wir die Long- oder ob wir die Short-Seite traden. Anders formuliert, handeln wir drüber, handeln wir nur Ausbrüche auf der Oberseite, handeln wir drunter, handeln wir nur Ausbrüche auf der Short-Seite. Also vielleicht anhand des gestrigen Beispiels noch ein bisschen besser illustriert. Hier kann man das zum Beispiel erkennen. Gestern ist es ein Long Trade gewesen. Da sind diese zwei rotfarbenen Striche, die diese Handelsspanne zwischen 8 und 9.05 Uhr kennzeichnen. Der Ausbruch erfolgt auf der Oberseite und hier wird eine Buy-Stop-Order dann getriggert, infolge der Tatsache, dass wir eben oberhalb dieses gleitenden Durchschnitts eben entsprechend traden. Der Trade gestern ist nicht in den Take-Profit gelaufen, er ist auch nicht in den Stop gelaufen, sondern er ist dann um 21.50 Uhr eben nahezu Break-Even rausgenommen worden. Also hat sich dann auf hohem Niveau stabilisiert. Ich hatte dazu gestern im Morning-Meeting auch was gesagt, was natürlich im Nachgang extrem cool aussieht, ehrlich gesagt. Ich hatte nämlich gesagt, zwar lässt sich ein Vorteil auf der Long-Seite identifizieren, aber heute, also gestern war es dann, ist dann halt so ein Tag gewesen, wo ich gesagt habe, naja, ob wir dann noch wirklich so viel Potenzial auf der Oberseite haben. Wir haben nämlich schon relativ stark eröffnet und ich hatte dann ausgehend davon gesagt, dass man mit einem Expert Advisor, den man als Daily Range bezeichnen kann, oh Verzeihung, Indikator, nicht ein Expert Advisor, so, Daily Range Indikator, da kann man, also das ist ein Custom Indicator, den kann ich euch zuschicken. Wer Interesse dran hat, der schickt mir einfach eine Mail, dann kann ich den rausschicken. Da kann man hier einstellen, die durchschnittliche Schwankungsbreite der dann beliebig festgelegten Periode. Standardmäßig ist er 5, 10, 20, also letzten 5 Handelstage, letzten 10 und letzten 20. Und wenn man dann OK klickt, dann hat man hier relativ zügig eben dort, zack, diesen Indikator drunter gelegt, der ihm einfach über den Daumen gepeilt hier. Gestern lagen wir bei 160, 155, 160 Punkten, die durchschnittliche Range-Breite darstellt. Und das ist insofern eine super coole Information, als dass es mir einfach eine Möglichkeit gibt, zu sehen, was hat der Markt historisch eben auf die letzten zum Beispiel 5 Handelstage gemacht. Auch auf die letzten 10, auch auf die letzten 20 Handelstage. Das ein bisschen komisch hier ausschaut, das hat damit zu tun, dass das 5 Stellen sind, dass das normalerweise eigentlich ein Devisenindikator ist, also für den Devisenmarkt. Und dann in diesem Zusammenhang, dass jetzt auf den DAX umgerechnet werden muss. Das heißt also, wir müssen dann hier nach den 170 eben einen Punkt machen und haben dann eben 170 Punkte. So, und warum ist das jetzt interessant? Nun, das ist zwar nur eine Indikation der letzten Tage oder beziehungsweise eine Faktenbetrachtung der letzten Tage, aber sie gibt natürlich schon eine Idee, wie weit sind wir denn schon jetzt gelaufen? Und das Interessante ist jetzt gestern gewesen, dass wir ausgehend von der durchschnittlichen Schwankungsbreite hier auf der Oberseite, und das ist ganz interessant gewesen, gestern hier bei Room Up nur noch rund 24 Punkte hatten. Und was war mit Room Up an der Stelle gemeint? Nun, Room Up bedeutet, ausgehend von dieser Spanne, wie viele Punkte haben wir denn jetzt noch, bis dann nach oben genau diese Range-Weite der letzten durchschnittlichen Spannung, die durchschnittliche Handelsspanne der letzten Tage erreicht ist. Und man kann ausgehend davon dann sehr, sehr interessante Rückschlüsse ziehen. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass der Markt eben auch heute nur eine Handelsspanne, in Anführungsstrichen, nur von 150, 160 Punkten macht. Aber es ist halt wahrscheinlich, dass sich dieser Trend fortsetzt und dass wir eben so im Bereich um die 150 bis 170 Punkte schwanken. Und wenn der Markt jetzt schon bereits morgens, nachdem wir hier aus der Open Range dann in dem Fall zum Beispiel ausbrechen, dass wir dann in dem Moment schon 150 Punkte gelaufen sind oder 120, 130 Punkte waren es, dann ist eben nicht mehr besonders viel Platz nach oben gegeben, ausgehend von dieser Betrachtung. Und das ist bei einer Stopweite von 50 Punkten zum Beispiel verhältnismäßig, ja, wie soll ich sagen, also das verhältnismäßig unattraktiv dann, Chance-Risiko-Verhältnis technisch. Und das sorgt dann dafür, dass ich eben bei dem Ansatz sage, ich gehe mit der Positionsgröße eher runter, vielleicht spare diesen Trade sogar aus, ausgehend von dem übergeordneten Bild auf der Long-Seite, weil nämlich die Korrektur schon ein bisschen überdehnt ausschaut. Also da gab es mehrere Faktoren, die darauf hingedeutet haben. Der Long-Trade gestern, wie gesagt, ist plus minus null rausgegangen. Aber nichtsdestotrotz hat sich gestern dann hier diese Einschätzung morgens zur Eröffnung eben als goldrichtig herausgestellt und war mit relativ einfachen Mitteln tatsächlich ermittelbar. Also das ist natürlich gestern ein reiner Zufall. Wir reden bei einem Trade nur von einem zufälligen Ereignis und dergleichen. Aber nichtsdestotrotz wird sich, davon bin ich fest überzeugt, über langfristige Sicht zeigen, dass solch eine Intervention eine positive Auswirkung auf den Erwartungswert eben tatsächlich hat. So, jetzt gucken wir uns das Bild für heute an und wir sehen eben tatsächlich, dass wir
tatsächlich hier ausgehend von der Handelsspanne, die wir jetzt derzeit eben markiert haben, auf der Unterseite ausreichend Platz auch nach diesem Indikator haben. Und dass bei der Stopweite eben von 50 Punkten Chance-Risiko-Verhältnis von 2:1 angestrebt werden kann. Also das erstmal nur zur nackten Theorie. Jetzt gucken wir uns mal ganz kurz das Setup an. Einen Augenblick, das habe ich hier. So, also das ist der Open Range Breakout, so nennen wir ihn. Also wir haben den Vorteil identifiziert mittels des 50er 5-Minuten-EMAs. Kurze Fassung lautet, wir handeln drüber, gehen wir long bei Ausbrüchen auf der Oberseite, wir handeln drunter, gehen wir short bei Ausbrüchen auf der Unterseite. Dann bestimmen wir die Handelsspanne zwischen 8 und 9.05 Uhr. Jetzt stellt sich der ein oder andere vielleicht die Frage, wo kommen die 9.05 Uhr her? Die 9.05 Uhr sind der Tatsache geschuldet, dass wir sagen, wir schauen uns hier die ersten 5 Minuten auch des Kassa-Opens an. Also jetzt mittlerweile ist es ja so, dass der Future ab 2 Uhr nachts getradet wird und nichtsdestotrotz das Haupthandelsvolumen aber weiterhin gegen 8 Uhr in den Markt tatsächlich kommt. Und dann ist es eben so, dass zwischen 8 und 9 der Future DAX eben getradet wird und ab 9 Uhr dann Xetra die Pforten öffnet und dann eben die Kasse mit dazukommt. Und jetzt passiert das dann, weil Xetra von 9 bis 17.30 Uhr getradet wird, dass wir natürlich in diesem Zeitfenster zwischen 17.31 Uhr ganz genau, bis dann zum nächsten Morgen 8.09 Uhr viele, viele Informationen in den Markt kommen sehen. Also bezüglich zum Beispiel der USA, über Nacht wurde jetzt seitens Donald Trump ein Zugeständnis gemacht, dass man vielleicht diese Deadline, die auf den 1.3. taxiert ist, zwischen den USA und China in Bezug auf ihre Handels Verhandlungen, ja, oder Diskussionen oder diesen Handelskonflikt, der dort eben spielt, dass man das bereit ist, sollte sich ein Deal abzeichnen, auch zu verlängern. Es zeichnet sich eine Lösung hinsichtlich des Shutdowns ab, also dieser Mauer, die Donald Trump plant zu bauen, allerdings dafür eben entsprechende Gelder freigegeben werden müssen. Und all das zusammen ist dann etwas natürlich, was die Marktteilnehmer vielleicht dazu veranlassen wird, entsprechende Erkaufpositionen zum Opening in den Markt zu stellen. Jetzt mal ganz übertragen und einfach gesprochen. Und genau diese Informationen, die prasseln dann eben auf den Markt ein um 9 Uhr, wenn die Kasse eben aufmacht. Und dadurch kommt es zu sehr, sehr erratischen Ausschlägen, sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite. Und um diesen Noise, um diesen Lärm herauszufiltern, habe ich eben gesagt, ich weite diese Eröffnungsspanne, Handelsspanne, die ich dort festlege, eben auf 5 Minuten nach der Kasseeröffnung aus, um dann schon eine erste Beruhigung eben tatsächlich im Markt zu haben. Und nicht durch einen zufälligen Ausschlag auf Ober- oder Unterseite eben in irgendeiner Form in den Markt reingeholt zu werden, was aber rein zufällig und eher erratisch ist, als dann tatsächlich eine nachhaltige Bewegung. Und dann handeln wir eben ganz simpel den Bruch dieser Range in Richtung des identifizierten Vorteils. Stop über oder unter dem Hochtief der identifizierten Handelsspanne. Das bezeichnen wir mit einem R. Und das Take-Profit-Level, das ist dann ausgehend vom Entry 2R. Und das sieht dann hier jetzt mal in grafischer Form so aus. Das ist natürlich ein Optimalszenario. Hier ist die Range, dann ist dort der Ausbruch, der eben festgelegt wurde. Hier liegt dann das Gewinnmitnahmelevel, welches kurze Zeit später erreicht wird. Jetzt wollen wir nicht die weiteren Ausführungen machen und dann noch die Punkte erklären. Das ist der Supertrend-Indikator. Das ist natürlich immer so eine Sache. Vorgefertigtes Take-Profit-Level ist eine schöne Sache. Aber es ist natürlich auch möglich, dass der Markt eben tatsächlich mal über das Take-Profit-Level hinweg stark über den Tag trendet und dann noch einen wesentlich größeren Profit generiert, was natürlich dann wieder positive Auswirkungen auf mein Gesamtergebnis und somit auf den Erwartungswert der Strategie hat. Das wollen wir jetzt nicht betrachten, aber das ist die Logik, die hinter dem steht, was ich da jetzt ganz kurz eben in den Chart eingehackt habe. Also Range festgelegt, die lasse ich mir automatisch hier einzeichnen mit einem Breakout-Indikator. Den kann man dann eben so programmieren oder den Indikator kann man so einstellen, dass der eben hier diese zwei Striche in diesem Zeitintervall eben oben und unten zieht. Dann gucke ich mir an, wo liegen wir in Relation zu dem 50er EMA. Das ist die blaufarbene Linie hier an der Stelle. Wir liegen also offensichtlich drunter. Ja, und dann trade ich so, dann trade ich eben den Break hier auf der Unterseite mit einem Stop auf der Oberseite dort. Der Entry ist bei der 71, Stop liegt bei der 21. Also 2,21, 1,71 der Entry, 2,21 der Stop, das sind 50 Punkte. Das bedeutet also ausgehend hier von diesem Level, wenn wir das als 1R bezeichnen, sind 2R 100 Punkte tiefer. Also liegt mein Take-Profit-Level bei 11.071 Punkten. Fertig. Und jetzt entscheidet der Markt darüber, ob wir dort Abschläge weitere zu sehen bekommen oder eben tatsächlich nicht.
Ja, und das wäre es an der Stelle gesagt gewesen eigentlich schon zu diesem Setup. Ich will an der Stelle vielleicht noch hinzufügen, dass alle jetzt folgenden Ausführungen auch oder und immer berücksichtigen sollten, dass ich auch eine Short-Position halte. Also jetzt nicht nur hier an dieser Stelle, sondern ich halte auch noch eine Short-Position im DAX, ausgehend von einer anderen Strategie zwar, aber halte eine Short-Position im DAX, ausgehend von meiner Einschätzung. Eben dadurch ist meine Ausführungen sind vielleicht eventuell in irgendeiner Art und Weise gefärbt. Und ja, das also in diesem Zusammenhang hier. Kurzen Augenblick bitte. Muss man eben so. Gut, perfekt. Also, das in diesem Zusammenhang. Jetzt will ich mal ganz kurz darlegen, wie komme ich eigentlich dazu, den DAX eher von der Short-Seite zu sehen. Und dazu gehen wir mal eine Zeitebene höher auf die Stunde. Und zwar ist es so, dass wir im DAX seit letzter Woche Freitag eigentlich im Korrekturmodus uns befinden. Wir haben letzte Woche Donnerstag starke Abschläge zu sehen bekommen, hier auf der Unterseite, die sich dann nochmal beschleunigt haben am Freitag. Und wo wir dann allerdings in den Nachmittag hinein begonnen haben, hier uns zu stabilisieren und dann begonnen haben, eine scharfe Gegenbewegung zu initiieren. Und dieser hat sich begonnen, also sowohl am Montag als auch dann gestern eben zu beschleunigen. Es gab hier so ein kleines Zwischenlevel, welches für mich ganz interessant war, welches übrigens jetzt auch aktuell jener Bereich ist. Muss mal ganz kurz hier schauen übrigens. Ah, okay, Verzeihung. Ich habe jetzt, das ist ein bisschen suboptimal. Jetzt habe ich mich gerade selber durch meine gezogene Linie irritieren lassen. Ich will die mal kurz ein bisschen umändern. Ziehen wir vielleicht mal so. Ist das besser? Ja, wesentlich besser. Das sah jetzt nämlich gerade aus wie mein Take-Profit-Level, was aber nicht sein konnte. Hier, also dieser Bereich, das ist 11.050 Punkte ungefähr. Nachdem wir den überwunden haben, diesen Bereich, kam es tatsächlich zu weiterer Aufwärtsdynamik. Ich hatte den Bereich schon am Montagabend in der Betrachtung meinerseits hier nähere Aufmerksamkeit geschenkt. Und wir haben dann tatsächlich gestern oberhalb dieses Bereiches schon entsprechend eröffnet und konnten auch weiteres Aufwärts... Moment, ich muss gerade gucken. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Eventuell verwechsel ich das gerade. Ich rede von Freitag. Verzeihung. Ich muss nochmal einen Tag zurückgehen. Wir haben heute erst Mittwoch. Wir haben nicht Donnerstag. Genau. Also ja, Freitag. Freitag war das, dass ich diesen Bereich ausgemacht hatte. Und dann sind wir tatsächlich in diesen Bereich vorgestoßen und am Montag dann relativ spät abends bis gestern früh morgens über die 11.050er Marke gelaufen. Also alles, was ich bis gerade gesagt habe, ist weiterhin richtig, aber einen Tag zurückzusehen. Also Freitagabend hat sich das Bild so dargestellt und dann Montag, genau, und die Überwindung dieses Levels kam dann gestern. Und dann haben wir weiteres Momentum aufgenommen, eben welches uns dann bis in den Bereich um 11.130 Punkte geführt hat. Und die 11.130er Region, die hatte ich dahingehend auch auf dem Schirm, weil wenn wir den Chart ein bisschen stark zusammenstreuen, dann sehen wir das auch hier. Das ist ein ehemaliger Bereich, eine Unterstützung, der eben, nachdem wir dort am Donnerstag vergangene Woche drunter gelaufen sind, durchaus als potenzielle Zielregion hat identifiziert werden können. Jetzt haben wir nicht direkt also das ist der Bereich 11.131 Punkte. Das ist nicht der Bereich, den wir jetzt da punktgenau angelaufen sind, aber zumindest mal war jetzt durchaus denkbar, dass wir in diesem Bereich einige Schwierigkeiten bekommen. Der Markt hat jetzt die Aufwärtsbewegung noch ein bisschen fortgesetzt, also hat das gestern hat sich relativ stark eben tatsächlich präsentiert und hat dann seine Bewegung fortgesetzt, die aber alles in allem dennoch relativ stark überdehnt ausschaut. Und was eben auch interessant ist, und das kann man hier mit diesen dünnen schwarzen Linien erkennen, das sind Fibonacci-Level, die ich einfach mal reingelegt habe, so als Orientierung, wie tief kann eigentlich eine Korrektur dann laufen, oder naja, wie tief sollte sie laufen, so will ich es mal formulieren. Das ist zwar nur eine Orientierung, aber in diesem Zusammenhang eine, die verhältnismäßig gut eigentlich funktioniert. Und da fällt eben auf, dass wir hier jetzt in einem Bereich gelaufen sind von einem 61,8% Korrekturlevel, wo ich halt sage, besonders wenn der Markt sich so überdehnt darstellt, käme es jetzt wenig überraschend, wenn wir just in dieser Region beginnen, vielleicht Schwierigkeiten zu bekommen und dann eher zunächst einmal einen kurzen Push auf der Unterseite sehen. Das benötigt natürlich einen entsprechenden Trigger und wir müssten auch rein technisch meiner Meinung nach hier unter die 11.150 laufen, damit auch weiteres Abwärtspotenzial dann bis in Richtung dieser, ich nenne sie jetzt mal Ausbruchregion, um 11.050 Punkte eben initiiert wird. Aber alles in allem ist das
der Hauptgrund, weswegen ich eben eher auf der Short-Seite zu finden bin für Engagements und dieser eben tatsächlich auch favorisiere. Wie gesagt, das gilt nicht nur jetzt für diesen Ansatz hier im Zusammenhang mit dem DAX und dem Open Range, sondern eben auch mit der anderen Strategie, wo ich eine zweite, wo ich eine andere Position halte für den DAX Short, weil ich eben das Bild genau so betrachte, dass ich einfach denke, dass dieser Modus auf der Oberseite, dieser Korrekturmodus jetzt ein bisschen überdehnt ist und zunächst einmal eben dann ein Rücksetzer zumindest heute über den Tag initiiert werden sollte. Was natürlich dem ein wenig entgegenspricht, ist, du hast zwar hier ein technisches Bild gezeichnet, was sicherlich auch irgendwo Hand und Fuß hat. Nichtsdestotrotz ist es so, es bedarf eben auch eines externen Triggers, der in der Lage ist, eben ausreichend Nervosität in den Markt zu bringen, die dann auch entsprechend für wieder solche schärferen Abschläge und eine stark oder stärker trendige Bewegung auf der Unterseite führen oder dazu führen. Wir können das Ganze ja mal ganz kurz hier uns auf den auf den S&P betrachten. Hier sieht es noch ein bisschen extremer aus, meiner Meinung. Diese scharfe Gegenbewegung, das nehme ich mal ganz kurz hier raus, ist jetzt nicht so optimal, einen Moment, so, das sind Pivotpunkte, die man sich über so ein Zusatztool, so ein Add-on-Package für den MetaTrader 4 einblenden kann. Ich kann das gleich mal auf der Hauptseite nochmal von FX Flat zeigen, da kann man sich die für den MetaTrader runterladen. Sie sind nicht standardmäßig drin, das ist einfach nur so ein zusätzliches Tool. Und ja, also Fakt ist auf jeden Fall, wir haben hier jetzt eine sehr starke Gegenbewegung zu sehen bekommen, ebenfalls. Wir haben tatsächlich das Jahr 2019, den Januar, die stärkste Aufwärtsbewegung seit 1987 zu sehen bekommen. Also es kommt nicht allzu häufig vor, dass wir so stark ins Jahr starten. Und getrieben wird diese Bewegung natürlich ganz klar durch die, man muss es so bezeichnen, Manipulation des Marktes durch die Trump Administration. Das hat Ende 2018 zwischen Weihnachten und Neujahr eigentlich angefangen, ganz besonders als dann der Steven Mnuchin, der US-Finanzminister, die sogenannte Plunge Protection ins Spiel gebracht hat und hat natürlich noch einen weiteren Treiber gefunden in den Äußerungen dann von Fed Chairman Powell, der erstmal Anfang Januar begonnen hat, eben auf die Flexibilität der FED nochmal hinzuweisen und auch den Markt nochmal zu versichern, nachdem ja erste Zweifel nach der FED-Sitzung im Dezember aufgekommen waren, dass dort eventuell die FED nicht mehr bereit ist, dann am Markt zu intervenieren und diesen zu stabilisieren. Das, ehrlich gesprochen, war das eine interessante Reaktion des Marktes, aber nichtsdestotrotz eine, die sich definitiv hat manifestiert und sicherlich dazu beigetragen hat, dass der Markt dann entsprechend stark unter Druck gekommen ist. Und ja, jetzt ist es dann eben so gewesen, dass es dort eine, nennen wir sie mal Reassurance seitens der Fed gegeben hat. Und genau diese Reassurance, die hat dann noch weiteres Momentum aufgenommen, als nämlich auf der FED-Sitzung Ende Januar war es dann, neben der Tatsache, dass hier, und ich habe das schon mal ein bisschen vorbereitet, so, dass dann neben der Tatsache, dass wir keine vollständige Automatisierung bei der Reduktion der FED-Bilanz zu sehen bekommen, dass ergänzend hierzu eben keinerlei Zinsanhebung im Jahr 2019 mehr erwartet wird. Also wir haben jetzt hier mal das Fed Watch Tool vorbereitet. Und das Fed Watch Tool, das zeigt auf, mit welcher Wahrscheinlichkeit der Terminmarkt hier Zinsanhebung im Jahr 2019 erwartet in dem Fall. Und das hier karierte Säule zeigt das aktuelle Zinsniveau. Und wir sehen, dass wir eben nur einen Zinsschritt tatsächlich sehen, mit einer Wahrscheinlichkeit von etwas mehr als 5, vielleicht rund 6%. Eher sogar eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung sehen. Und diese Spekulation, die hat sich dann eben interessanterweise innerhalb nur eines Quartals manifestiert. Wir hatten nämlich noch im September eine Spekulation, also 2018 September. Wir hatten dort noch eine Spekulation, wonach nämlich die FED erwartet wurde, im Jahr 2019 drei- bis viermal sogar an der Zinsschraube nochmal zu drehen. Also ähnlich diesem Zinsanhebungszyklus wie auch in 2018. So. Ja, und Fakt ist in diesem Zusammenhang eben, dass wir eben deutliche Statements der FED zu hören bekommen haben, dass man eben bereit ist, diese Entwicklung hier am Aktienmarkt, diese Abwärtsbewegung einzudämmen und die Kombination ist eben entsprechend, dass wir hier eine nahezu V-Korrektur zu sehen bekommen. Also sprich, alles, was wir an Abschlägen im Dezember zu sehen bekommen haben, arbeiten wir jetzt innerhalb weniger Zeit tatsächlich zurück und sehen
potenziell nur Aufschläge. Und solange es keinen externen Trigger gibt, der da nochmal Unsicherheit in der Lage ist zu schüren, wird es auch eigentlich gefühlt nur auf der Oberseite weiter Performance geben als eben auf der Unterseite. Also das bedeutet etwas anders formuliert, die Wahrscheinlichkeit, dass es hier zu scharfen Abschlägen kommt, jetzt auch zeitnah, vor dem Hintergrund auch des dünnen Wirtschaftszahlenkalenders, ist relativ klein. Natürlich wird die Luft dünner nach oben. Das heißt also, für Long-Engagement sollte man meiner Meinung nach auch intraday ein bisschen vorsichtiger werden. Aber alles in allem ist mir ausgehend von dieser gerade getätigten Schilderung natürlich klar, dass ein Short-Trade Unterstützung bräuchte. Also das heißt, ich brauche definitiv für solch einen Short-Trade, der jetzt übrigens nur für den heutigen Tag angelegt ist, also nicht, dass wir uns missverstehen, das ist jetzt nicht ein wochenlang ausgerichteter Trade, aber auf dieser Intraday-Trade, ich brauche einfach einen Intraday-Trigger, der in irgendeiner Form in der Lage ist, eben dann Unsicherheit zu schüren oder bestimmte signifikant charttechnische Niveaus eben zu reißen, die dann eben auch stärkere Verkaufsimpulse eben auch seitens der institutionellen Seite vielleicht auf den Weg bringen. Und was heißt das? Also für mich ist so ein Level zum Beispiel der Bereich hier 2680 ungefähr. Dieses Level, ja, das sind ungefähr allerdings 70 Punkte oder etwas anders formuliert, roundabout 3%, die der S&P einbrechen müsste, damit dort in irgendeiner Form nochmal stärkere Abwärtsdynamik, vielleicht auch für die kommenden Tage aufkommt. Ob das allerdings realistisch ist, wenn man sich hier das durchliest, ich habe jetzt mal auf MarketWatch, das ist eine englischsprachige Seite, ich übersetze aber gleich den Absatz hier, ob solch eine Einschätzung aber realistisch ist, ich muss sagen, das darf definitiv ein bisschen bezweifelt werden, was auch zum Beispiel dazu dann führt, dass ich die Short-Position nicht super aggressiv getradet habe, sondern diese Short-Position mit einer reduzierten Positionsgröße halte. Und zwar haben die hier immer so eine kleine Betrachtung dann dessen, was in der Nacht passiert ist, und da steht dann What's driving the market? Also das heißt, was bewegt den Markt aktuell? Und aktuell ist es eben so, dass Trump am Dienstag hier gesagt hat, dass er eben das, was ich gerade schon sagte, Flexibilität erlauben würde bei diesem Deal, der eigentlich zum 1.3. vorsieht, geschnürt zu sein. Andernfalls eben es keinen Deal gibt. Und das ist eben in diesem Zusammenhang dann jetzt ganz interessant, weil das natürlich vom Markt angehend aufgenommen wird, dass da doch eine Annäherung sich abzeichnet oder beziehungsweise auch seitens der USA der Wille zu einem Deal offensichtlich verstärkt gegeben ist. Dann haben wir eben ergänzend hierzu noch dort diesen Government Shutdown. Ja, das hat er auch am Dienstag gesagt. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ein solcher stattfindet. Ja, auch hier ist es allerdings so, dass da in irgendeiner Form er nicht sich ganz zufrieden zeigt mit dem, was da vielleicht jetzt doch in irgendeiner Form abgestimmt wird bezüglich dieser Grenze. Man entschuldige mir übrigens an der Stelle, dass ich da nicht die Details kenne. Ich will es ganz offen und ehrlich sagen. Trump selber oder auch diese ganzen Politikposten, die sich rund um den Globus jetzt ziehen, und das bezieht sich jetzt nicht nur auf die USA und irgendwelche Shutdowns und irgendwelche Grenzen oder irgendwelche Handelskriege, oder es bezieht sich auch zum Beispiel auf die Brexit-Verhandlungen, diese Possen, die da stattfinden, die gehen mir langsam echt nur noch auf den Keks. Also es nervt gemein. Ja. Vielleicht nur ganz kurz als Ergänzung an der Stelle. Ein Punkt zum Beispiel ist, er wollte ja über 200 Meilen an der Mauer haben. Und tatsächlich wäre der Kompromiss jetzt, meine ich, 55 Meilen. Ah, okay, perfekt. Was, ja, steht was, sogar. Was, ja, ach, schön, stimmt. Da habe ich gar nicht gesehen. Tatsächlich würde er dann natürlich bei seinen Wählern ja nicht so gut aussehen. Ne? Ja, aber glaubst du, dass die Wähler von ihm, das bekommt man jetzt auch mehr und mehr mit, dass die wirklich zwischen 55 und 200 unterscheiden können? Ja, ich meine, die Hauptstadt von Europa ist ja bekanntlich Moskau. Also ja, das ist eine andere Frage tatsächlich. Ich wollte auch gar nicht unterbrechen, nur vielleicht als kleine Ergänzung. Mir ist der Markt tatsächlich ein bisschen zu bullig, was alle diesen Punkte betrifft. Shutdown und Trade War, da wird alles so positive Ergebnisse eingepreist. Ich weiß nicht, ob irgendeins davon platzen wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, also besonders in Bezug auf den Shutdown, also das sollte man nicht unterschätzen, und das ist tatsächlich absolut richtig, das ist eigentlich viel zu bullish. Also warum ist das ein Problem mit dem Shutdown? Ich meine, die USA, die sind im Grunde genommen jetzt, oder nicht die Regierung, aber die diversen staatlichen Einrichtungen, die sind im Grunde genommen etwas mehr als einen Monat auf Eis gelegt gewesen. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Bonität.
der USA. Und das wurde auch von diversen Ratingagenturen ja wurde das thematisiert. Warum sollte die Bonität jetzt für die Aktienmärkte von Relevanz sein? Und wir dürfen nicht vergessen, dass eben beispielsweise Banken ja Liquidität gegen die Leistung oder gegen Sicherheitsleistungen erhalten von einer Notenbank. Und das bedeutet etwas anders formuliert, dass natürlich bei einem Downgrading der USA entsprechend diese hinterlegten Sicherheiten natürlich in ihrem Wert fallen. Was bedeutet, dass die bis dato gehaltenen Positionen in welchen Finanzprodukten auch immer, aber primär wahrscheinlich auf den Aktienmarkt angewandt, dass die natürlich reduziert werden müssten. Und das ist eben in diesem Zusammenhang so, dass wir uns dann schon immer die Frage stellen müssen, wenn es jetzt zu einem Downgrading kommt, dann könnte das realistisch eben auch in einer stärkeren Verkaufswelle eben in Aktien zum Beispiel resultieren. Und dafür ist diese Bewegung doch erstaunlich. Also das sollte sich in Anführungsstrichen eigentlich etwas anders darstellen. Also das heißt etwas anders, da kommen wir dann auch wieder zurück zu dem, was ich gerade sagte mit der Manipulation des Marktes, durch die Plunge Protection zum Beispiel. Übrigens, das ist vielleicht mal ganz interessant. Ich kann das einmal ganz kurz hier eingeben. Plunge Protection. Also es gibt ein Plunge Protection Team, welches es gibt seit 1988. Das wurde am 18. März 88 durch Ronald Reagan eben unterzeichnet, der entsprechende Vertrag dazu. Und es ist die President's Working Group on Financial Markets. Die hat man installiert, nachdem sich eben in den 1987er Jahren, also im Oktober 87 nach diesem Crash, dem schwarzen Montag, dort gezeigt hat, dass einige Marktteilnehmer nicht mehr verfügbar waren, um eben zum Beispiel Liquidität zur Verfügung zu stellen, einfach zum Beispiel nicht mehr ans Telefon gegangen sind. Also wenn man eine Position auflösen wollte und hat bei seinem Broker angerufen, ist der einfach nicht ans Telefon gegangen. Und um dem entgegenzuwirken, hat man eben solch eine Arbeitsgruppe installiert, die im erweiterten Sinne dann genau diese Liquidität zur Verfügung stellt und natürlich durch die Tatsache, eine staatliche Institution zu sein, eine enorme Feuerkraft eben besitzt. Und diese enorme Feuerkraft, der sollte man sich im erweiterten Sinne nicht entgegenstellen. Etwas anders formuliert, das heißt, die saugen im Grunde genommen alles an verfügbarem Angebot am Markt auf und sorgen dann eben für diese scharfe Aufwärtsbewegung. Besonders dramatisch hat sich das übrigens gezeigt hier an diesem Tag. Das kann man nicht ganz so gut erkennen, aber das war der 27.12. Da kam es zu einer Gegenbewegung von den Tagestiefs bei 2397 Punkten bis dann 2497 Punkten und mehr. Also wir haben diesen Tag im S&P mit 100 Punkten ausgehend von den Tagestiefs höher beschlossen. Das ist eine Aufwärtsbewegung bei dem Indexstand von etwa 5%. Und diese Bewegung, also diese Bewegungen, die kann man häufiger sehen, was eben darauf hindeutet, dass das Marktumfeld aktuell eben nach oben manipuliert wird, mit politischer Motivation. Denn das haben Trump und auch ganz besonders Steven Mnuchin relativ deutlicher kommuniziert. Und das ist eben etwas, was dann vielleicht erklärt, wo die Aufwärtsbewegung herkommt, was aber nichtsdestotrotz rein fundamental eigentlich nur die Fallhöhe nach oben verschiebt, sollte dann wirklich es früher oder später mal zu solch einer Eskalation kommen und ein Downgrading in den USA zum Beispiel anstehen. Im Zusammenhang sei vielleicht auch mal verwiesen auf 2011, August, die damaligen Turbulenzen an den Aktienmärkten in den USA waren der Tatsache geschuldet, dass es zu einem Downgrading in den USA kam. Und aus den gerade geschilderten Gründen, eben durch das Abwerten der hinterlegten Sicherheiten, um eben die entsprechende Liquidität in Anspruch zu nehmen, die Banken von Notenbanken eben tatsächlich beziehen. Also deswegen, so könnte man das eventuell erklären. Es zeigt aber auch, dass das eine hochfragile Angelegenheit aktuell ist und es eigentlich nur eine Frage der Zeit darstellt, wenn da früher oder später mal wieder so ein richtiger Schlag, so ein Prankenhieb seitens der Bären, so könnte es man auch bezeichnen, vielleicht eben entsprechend erfolgt. Nichtsdestotrotz, solange dieses Signal nicht geliefert ist, jetzt kommt nämlich immer dann die Frage auf natürlich, ja, wann ist das denn soweit und wie sollte ich das, das ist eine gute Frage, das wird der Markt einem zeigen. Also etwas anders formuliert, ich würde mich gegen dieses Momentum tatsächlich sehr, sehr ungern stellen. Also, oder anders formuliert jetzt in Bezug auf die Short-Position zum Beispiel, mir ist das natürlich klar, dass ich aktuell hier eine sehr, sehr aggressive Position halte und das quittiere ich durch die Tatsache zum Beispiel Positionsgröße zu reduzieren. Und wenn der Markt mir aber das Signal gibt, dass es jetzt soweit ist, entsprechend unter Druck zu geraten, dann würde ich diese Position natürlich entsprechend auch aufpyramidisieren oder beziehungsweise aufbauen, im Gewinn liegen bereits allerdings, um dann eben diesem sich ändernden Marktumfeld Tribut zu zollen. Bis dahin heißt es eigentlich, die Short-Seite eher defensiv zu handeln.
So, kommen wir mal zurück. Jetzt passt vielleicht das ganz gut, wenn wir bei den Zinsspekulationen eben tatsächlich sind, die wir jetzt ja gerade hier thematisiert hatten. Den Tab mache ich mal wieder zu. Und zwar hinsichtlich nämlich der FED und der Erwartungshaltung hier. Ich habe leider keine Grafik. Ich habe auch jetzt keine zuvor gefunden, keine Grafik rund um die RBNZ und die Spekulation, die sich hier abgezeichnet hat. Aber Fakt ist auf jeden Fall, ich muss auch übrigens zu meiner Schande gestehen, ich habe, glaube ich, auch gerade noch nicht mal einen Chart vorbereitet. Ich habe einen Aussie vorbereitet, aber nicht den Kiwi. Einen Moment, das haben wir aber sofort. Also erstmal mache ich hier mal kurz ein Fenster auf. Den können wir schon mal wechseln. Machen wir einen Kerzenchart, machen wir einen Tageschart, damit das Ganze sich auch wunderbar einfügt in die bisher gezeigten. Ist der Hintergrund weiß, die Schrift machen wir schwarz, Balken rauf ist schwarz, Balken runter ist schwarz, Bull Candle ist grün und eine Bear Candle ist rot. So, dann nehmen wir noch das Kreuz hier im Hintergrund weg, machen wir es ein bisschen größer und klick. So. Und da haben wir die Kerze, beziehungsweise ganz kurz, damit man auch im Anschluss weiß, was wir uns hier angeguckt haben. NZD, USD. So, und zwar sehr, sehr interessant. Wir haben gestern Abend eine Zinsentscheidung, beziehungsweise heute Nacht eine Zinsentscheidung eben tatsächlich gesehen, die alles in allem eigentlich gar nicht überraschend war, weil man konnte vorher erwarten, dass die Reserve Bank of New Zealand, RBNZ, dass die das Zinsniveau bei 1,75 eben tatsächlich halten würde. Also das heißt, aus der Perspektive ist das jetzt eigentlich keine so große Überraschung gewesen. Das, was den Markt allerdings überrascht hat, besonders in dem jetzt aktuellen Marktumfeld, ist aber natürlich Folgendes, nämlich, dass die RBNZ immer noch verhältnismäßig neutral geklungen hat in Bezug auf die weitere Geldpolitik. Also sprich, der nächste Zinsschritt, der konnte oder wurde seitens der RBNZ weiterhin als entweder auf- oder abwärts eben tatsächlich gesehen wird. Und nichtsdestotrotz, und das hat den Markt dann wirklich überrascht und das spiegelt sich dann auch entsprechend hier in dieser scharfen Aufwärtsbewegung wieder. Wir sind immerhin in einem Währungspaar, welches, alles in allem eigentlich als verhältnismäßig volatil teilweise schon bezeichnet werden kann, sind wir über 100 Pips, also das heißt mehr als 1% angestiegen, weil nämlich die letzten Zahlen der RBNZ tatsächlich interessanterweise darauf hindeuten, dass der nächste Schritt wahrscheinlich eher eine Zinsanhebung als eine Zinssenkung eben tatsächlich beinhaltet. Und das trotz der globalen Risiken auch, die sich eben hier beginnen zu manifestieren. Also hinsichtlich zum Beispiel der Handelskrieg zwischen den USA und China, welche sich relativ zügig auf die gesamte Wirtschaft eben, also globale Konjunktur auswirken kann. In dem Zusammenhang seien besonders die Verflechtungen von zum Beispiel China mit Schwellenländern erwähnt. Ganz klar ist auch, wenn man sich den Globus etwas näher betrachtet, es sollte theoretisch eigentlich auch eine recht enge wirtschaftliche Beziehung doch zwischen Neuseeland und China geben, ähnlich der zwischen China und Australien. Wir wissen zum Beispiel, dass ja Australiens größter Handelspartner China ist, besonders in Bezug auf Eisenerz. Und Eisenerz gerade übrigens auch eine massive Aufwärtsbewegung sieht, die sich dann zeitgleich eben hier sicherlich auch mindestens aber stabilisierend für den Australdollar auswirkt. Das ist ganz interessant. Also Eisenerz, diese positive Entwicklung hier sollte eigentlich für eine wesentlich bullischere Performance im Australdollar sorgen, was unterm Strich eigentlich eher Skepsis hervorrufen sollte. Aber wir wollen uns nicht auf Eisenerz und den Aussie konzentrieren, sondern jetzt eher auf den Neuseeland-Dollar. Das Interessante ist nämlich, dass tatsächlich ich persönlich denke, dass Neuseeland weniger stark abhängig von den wirtschaftlichen Entwicklungen in China ist und in Bezug auf eben diesen möglicherweise dann doch früher oder später eskalierenden Handelskonflikt zwischen den USA und China als Australien. Und das hat damit zu tun, dass eben Australien primär sogenannte Soft Commodities Neuseeland sogenannte Soft Commodities nach China exportiert, während Australien eben eher in so einem Hard-Commodity-Bereich, also Eisenerz zum Beispiel, eben anzusiedeln ist. Und Soft-Commodities, das bedeutet zum Beispiel dann
Produkte wie Milch, ja, oder Milchpulver beispielsweise, was auch zum Beispiel erklärt, warum im Zusammenhang eben mit dem Neuseeland-Dollar, für diejenigen, welchen die ihn traden, warum dann in diesem Zusammenhang eben auch die sogenannte Dairy Price Auction immer ganz, ganz interessant ist. Dieses alle findet alle 2 Wochen statt. Da können wir auch mal ganz kurz googeln. Da gibt es eine offizielle Webseite für. Es gibt eine sehr stark positive Korrelation der Milchpreise, Dairy Price Auction, zur Inflationsentwicklung in Neuseeland. New Zealand. Das sollte eigentlich funktionieren. Oh, jetzt habe ich da NEZ geschrieben. Das hoffe ich, dass es nicht so schlimm ist. Ja, hier. Aber so sieht die Webseite aus. Global Dairy Trade heißt die. Und da sind jetzt heute 13. Ja, heute kommen die nächsten Zahlen, die da veröffentlicht werden. Wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin. Oder? Ja, alle 2 Wochen, 2. Januar. Nächste Woche. Kommando zurück. Also Fakt ist aber auf jeden Fall, diese Entwicklung auch hier, diese wieder anziehende Milchpreise zum Beispiel jetzt, das ist eine ganz interessante Entwicklung, das sollte man nicht unterschätzen im Zusammenhang mit dem Neuseeland-Dollar, weil es eben positive Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft in Neuseeland hat. Es lässt sich zeigen, ich habe das nicht vorbereitet, aber man könnte sich die Arbeit vielleicht mal machen. Es gibt da eine sehr, sehr schöne Plattform namens Trading Economics, wo man unfassbar viele fundamentale Daten findet. Wir wollen später mal, so ist das aufbereitet. Das ist jetzt hier fürs United Kingdom aus gegebenem Anlass. In rund einer Dreiviertelstunde werden da Inflationszahlen veröffentlicht. Da wollen wir gleich mal kurz drauf schauen. Da kann man sich das auch, das Ganze hier über die einzelnen Indikatoren zum Beispiel für Neuseeland anschauen. Dann kann man einfach mal so eine Korrelation herstellen zwischen den Milchpreisen und eben der Inflationsentwicklung. Und lange Rede, kurzer Sinn. Also Fakt ist auf jeden Fall, die Kommunikation ist erstaunlich hawkisch, nachdem eigentlich der Markt eher Zinssenkungen als wahrscheinlich erachtet hat im Marktumfeld. Und jetzt können wir das im Grunde genommen 1:1 anwenden auf das, was dem US-Dollar eventuell blüht. Also der kann sich erstaunlich stabil halten, aber ein starker Abwärtsimpuls kann sich da früher oder später noch abzeichnen. Das gilt ganz besonders übrigens in dem Moment, wenn eben die Verhandlungen zwischen China und den USA tatsächlich eine positive Wendung nehmen. Warum? Das hat damit zu tun, dass der US-Dollar auch infolge dieser protektionistischen Haltung stärker aufgewertet ist. Die logische Konsequenz war nämlich, dass eben das Verkünden von Importzöllen und Strafzöllen, jetzt mal anders formuliert, auf Güter, die aus dem Ausland eben importiert werden, das gilt für China, aber auch zum Beispiel für Europa oder das gilt auch für japanische Produkte, dass das natürlich dann versucht wird zu konterkarieren, der betroffenen Länder dadurch, dass man einfach die Währung zum US-Dollar abwertet. Das heißt, der US-Dollar wertet infolgedessen automatisch auf, was ja zum Beispiel auch die Kommunikation von Donald Trump doch sehr in Frage stellt, denn offensichtlich sind da jetzt nicht so die ganzen volkswirtschaftlichen Zusammenhänge bekannt, ja, was solche Schritte nach sich ziehen, denn Trump hat sich ja wiederum relativ, erschüttert ist das falsche Wort, aber zumindest mal echauffiert über den anziehenden US-Dollar, wo er ja den Haupttreiber in der Tat in der Fed-Politik gesucht hat, sicherlich zu einem gewissen Punkt auch hat finden können, Zinsanhebungen in einem sonst eigentlich relativ stabil verlaufenden Zinsumfeld, wo die Inflation nicht anzieht und Notenbanken global nicht wirklich willens sind, Zinsen anzuziehen. Da ist natürlich dann eine Notenbank wie die Fed, die den Zins anhebt, stetig und immer weiter natürlich sicherlich kontraproduktiv für die heimische Währung, aber ergänzend hierzu kommen natürlich auch diese Handelskonflikte hinzu. Und infolgedessen ist eigentlich dann eine eher Abwertung des US-Dollars zu erwarten. Und zeitgleich sehen wir eben jetzt im Neuseeland-Dollar eine Entwicklung, die eher in Richtung Zinsanhebung trotz dieser Spannung global eben deutet. Was heißt das für den Neuseeland-Dollar? Das kann realistisch der erste Impuls gewesen sein hier. Auf der Oberseite käme wenig überraschend, wenn wir da zeitnah eine Attacke hier auf den Bereich um 69,50 ungefähr zu sehen bekämen. Dessen überwinden dann übrigens weiteres Aufwärtspotenzial bis in den Bereich zunächst mal um 70,50 ungefähr freisetzt. Also ich ziehe da mal 2 Linien ein. Das ist erstmal diese Region hier. So. Die machen wir rot. Und hier ist dann das nächste potenzielle Ziel, welches angelaufen werden könnte. Also, wir sind zwar noch in einem neutralen Umfeld, aber mit einer ersten bullischen Tendenz, die jetzt auch einen fundamentalen Treiber findet. Und Fakt ist eben auch, dass wir nach der ersten Attacke hier auf diese Region um rund 69, 69,30, 69,50 so,
einen Abprall zu sehen bekommen haben, der eben jetzt wesentlich weniger stark ausschaut. Das heißt also, nach oben scheint weniger und weniger Angebot in den Markt gegeben zu werden, was eben auf der Kehrseite bedeutet, dass eben die nächste Attacke realistisch auch eine sein könnte, die bei ausreichend hoher Nachfrage dann erfolgreich ist und wo dann eben nach einem erfolgten Bruch weiteres Potenzial freigesetzt wird, was uns bis in den Bereich zunächst mal um 70, 50 führt. Also 70 ist eine psychologisch relevante Marke natürlich, durch die Tatsache, eine dreifach Null zu sein. Überwinden kann dann realistisch auch noch weiteres Momentum eben initiieren von 50 weiteren Pips, die uns bis in die Gefilde eben hier dann um 70, 50 führen. Also das ist auf jeden Fall das anzuvisierende Kurslevel auf der Oberseite, welches sich gerade vor dem Hintergrund der Entwicklung hier in Neuseeland und dieser überraschend sogenannten hawkischen, also einer restriktiven geldpolitischen Kurs favorisierenden Haltung der Reserve Bank of New Zealand ganz interessant finde. Sicherheit ein exotisches Währungspaar, aber nichtsdestotrotz fundamental durch die Entwicklung gestern eins, welches äußerst interessant ist. Und ja, das wäre es also für den Kiwi dann in diesem Zusammenhang gewesen. Wir wollen vielleicht auch wenn es jetzt nicht unbedingt mein Lieblingswährungspaar aktuell ist, tatsächlich, das will ich auch ganz offen sagen und da will ich auch nicht hinterm Berg halten, eben weil mir diese ganzen Brexit-Verhandlungen und diese Mess, die da stattfindet, dieses Kasperle-Theater schon fast so ein bisschen wirklich auf den Keks geht. Also British Pfund ist aktuell nicht wirklich mein Lieblingswährungspaar, aber aus gegebenen Anlass durch die heute zu veröffentlichten Inflationszahlen, 10.30 Uhr, eins, welches man dennoch mal etwas näher betrachten sollte, eventuell. Eventuell auch, weil technisch sich jetzt beginnt, ein ganz interessanter Bereich abzuzeichnen, beziehungsweise es eine ganz interessante Reaktion gab. Das sieht man hier im Daily nicht ganz so gut, aber wenn man auf die 4-Stunden-Ebene geht, dann fällt meiner Meinung nach relativ zügig ins Auge, dass wir uns haben hier, also das ignoriere mal bitte, das ist jetzt nicht mehr der Daily, sondern 4-Stunden-Chart, nur ganz kurz der Blick, dass hier die Region, die ich auf der Unterseite als relevant erachtet habe, nämlich der Bereich um 1,28, 1,28,30, dass dieser Bereich gehalten werden konnte. Wir sind diese Region angelaufen, nachdem am Montag Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt aus Großbritannien und auch zur Industrieproduktion haben nicht wirklich überzeugen können. Und ja, jetzt wird es halt super interessant, weil Inflationszahlen, die heute veröffentlicht werden, natürlich wieder so ein klitzekleines bisschen vielleicht auch Optimismus schüren könnten bezüglich des Wirtschaftsausblickes für das British Empire. Das Problem bei der ganzen Sache ist, man sollte diesen Datensatz jetzt auch nicht wirklich überbewerten, denn solange nicht wirklich klar ist, in welche Richtung wir uns hier hinsichtlich des Brexit bewegen, und das hatte auch die Bank of England letzte Woche am Donnerstag relativ klar kommuniziert, solange wir nicht wissen, ob sich dort jetzt wirklich ein harter Brexit abzeichnet oder ob es dann tatsächlich doch noch einen Deal gibt, wo die EU Konzessionen macht. In dem Zusammenhang sei verwiesen mal auf zum Beispiel die Brexit-Deadline am 29., bei der man nicht unterschlagen sollte, dass eine Woche zuvor noch, am 22., 23. ein Treffen stattfindet zwischen der EU und Großbritannien, wo man, nachdem jetzt die ersten Abstimmungen auch im britischen Parlament gescheitert sind, beziehungsweise Theresa May mit ihren Versuchen nochmal nachzuverhandeln bezüglich des ausgehandelten Brexit-Deals abgeschmettert wurde seitens der EU. Man sollte eben hier nicht vergessen, es bleibt dabei, es gibt eine sehr starke wirtschaftliche Verflechtung zwischen Deutschland und Großbritannien. Großbritannien ist der viertgrößte Handelspartner Deutschlands. Anders formuliert, es geht hier im gewissen Maße auch um der wirtschaftlichen Ausblick der Bundesrepublik Deutschland, der größten Volkswirtschaft Europas. Letzte Woche, Donnerstag, glaube ich, war es seitens der EU-Kommission erst einen Report gesehen, bei welchem man große, große Skepsis formuliert hat bezüglich des Wirtschaftswachstums. Jens Weidmann hat letzte Woche, war es die letzte Woche oder war es die Woche davor? So völlig unerheblich tatsächlich. Jens Weidmann hat sich sehr skeptisch bezüglich des zukünftigen Wirtschaftsausblicks Deutschlands eben geäußert. Und das heißt etwas anders formuliert, man will mit Sicherheit seitens Deutschland einen harten Brexit auf jeden Fall vermeiden. Wir haben zudem politische Spannungen auf dem gesamten europäischen Kontinent. Sehen wir nur die Gelbwestenproteste in Frankreich zum Beispiel, sehen wir uns nur die weiterhin doch durchaus harte Linie, die italienische Regierung an den Tag legt. Deutschland gefühlt hat man zwar derzeit, nee, nicht gefühlt, sondern so wie man die Kommunikation in den Medien sieht, hat man das Gefühl, dass sich die Situation politisch ein bisschen zu stabilisieren scheint. Hinter vorgehaltener Hand hat man das Gefühl, dass da
bei weitem noch keine Lösung sich abzeichnet. Tatsächlich sieht es eher danach aus, besonders wenn die SPD weiter in der Wählergunst abrutscht, dass bei einer nächsten Bundestagswahl, die ja, man möchte sagen, glücklicherweise erst 2021 stattfindet, aber dass sich besonders dort eben dann abzeichnet, dass es noch schwieriger werden wird, eine mehrheitsfähige Regierung eben tatsächlich zu finden, was eben unterm Strich sicherlich dann nochmal einen zusätzlichen fundamentalen Treiber in der wirtschaftlichen Schwäche finden würde. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die Situation deutet meiner Meinung nach aus dieser Perspektive ja und mir eigentlich darauf hin, dass es diese Konzession geben muss und dass es aktuell zwar einen Ring gibt zwischen der EU und Großbritannien, aber nichtsdestotrotz, dass eben diese Lösung in irgendeiner Form sich schon finden wird. Man hat eigentlich auch seitens der EU keine wirkliche Wahl vor dem Hintergrund der ganz besonders starken Verflechtung Deutschlands und Großbritanniens aus handelstechnischer Sicht. So, was bedeutet das unterm Strich? Das bedeutet, dass bis zum Ende März, so also bis zum 22., 23. wahrscheinlich sich ein verhältnismäßig volatiler Handel hier abzeichnen sollte. Aber interessanterweise dann eventuell eher bullisches Potenzial für British Pfund gegeben ist. Also das heißt, etwas anders formuliert, jeder Datensatz, der jetzt, und dazu zählt dann auch zum Beispiel die Inflation aus Großbritannien, die ich hier ganz kurz mal zeigen möchte, was da heute erwartet wird. Also das ist Trading Economics, die bieten, wie gesagt, diese ganzen fundamentalen Daten for free an. Ich empfehle das wirklich, dieser Seite zu folgen. Ja, also besonders für diejenigen, welchen, die im Devisenbereich unterwegs sind, ist das eine super, super Geschichte. Und heute wird erwartet, Inflation year on year bei 1,9% gegen 2,1% vorher. Wir wissen, dass die Zielmarke der Bank of England 2% eben tatsächlich beträgt. Und nun wäre dann eben dieses Rutschen unter diese 2%-Schwelle natürlich ein weiterer Grund, skeptisch zu sein, ob es selbst wenn es hier Konzessionen gibt bezüglich dieses sich eintrübenden Wirtschaftswachstums auch in Großbritannien, dass dann eben tatsächlich die Bank of England sich nicht wirklich gezwungen sieht, in irgendeiner Form an der Zinsschraube zu drehen, was natürlich bärisch fürs britische Pfund wäre. Jetzt ist allerdings die Sache die, ich habe das Gefühl, dass sich über die letzten Tage, Wochen, also seit Beginn des Jahres 2019 eigentlich schon sehr, sehr viel Negatives eingepreist wurde ins britische Pfund. Und das wiederum bedeutet ganz besonders, wenn jetzt diese Inflationszahlen überzeugen sollten, also das heißt mit 2% veröffentlicht werden, dass wir eine verhältnismäßig gute Chance haben dürften, dass es eben hier nochmal zu einem stärkeren Push auf der Oberseite und Lauf zurück in Richtung der 1,30er Region kommen könnte. Also das wird auf jeden Fall ein spannender Datensatz. Und jeder Datensatz, der uns oberhalb von 1,28 stabilisieren kann, ist meiner Meinung nach auch in der Lage, dann eine gute, solide Basis zu liefern, sollten diese Konzessionen gemacht werden, dass dann weiterer Push im britischen Pfund folgt. Wobei, und jetzt das Wichtige in diesem Zusammenhang, wobei mein Optimismus bezüglich starker Volatilität vor diesem Datum 22. 23. März alles andere als hoch ist. Also das heißt, ich erwarte bis dahin einen verhältnismäßig unspektakulären Handel eben tatsächlich. So, kurz noch einen Blick. Das freut mich sehr. Ich wünsche viel Spaß bei der Lektüre. Ich hoffe, dass das einen Mehrwert liefert. Vielen Dank für den Buchtipp, schreibt gerade jemand. Ja, sehr gerne. Am Anfang hatte ich den Link in die Chatbox gestellt. Ich bin sehr gespannt. Also auch Feedback. Wer gerne Feedback geben möchte, der kann mir gerne dann eine Mail schicken. Und auch Fragen stellen übrigens. Ich bin auch jemand, der gerne, ich könnte mir vorstellen, dass das eine sehr, sehr komplexe Materie ist. Trading grundsätzlich steht außer Frage. Auch das Erarbeiten einer Handelsstrategie. Sollten sich irgendwie im Laufe der Lektüre Fragen ergeben, dann fühle man sich bitte frei, die einfach mir per Mail zu schicken. Also ich freue mich immer über Feedback sowieso und auch natürlich Fragen beantworten zu dürfen, einfach weil es eine Materie ist, die mich mehr als fasziniert und jeden Tag bewegt. Und da gehört dann eben das Beantworten von Fragen zu einer tatsächlich der liebsten Beschäftigung meinerseits. So, jetzt will ich mal ganz kurz. Das ist ja auch etwas. Aber wie gesagt, da muss ich jetzt ehrlich sagen, da sind wir dann relativ zügig im spekulativen Bereich. Das wäre auch eine, glaube ich, dramatische Signalgebung in Richtung der Demokratie. Das muss man auch sagen. Wie so ein Deal dann ausschauen würde, wäre abzuwarten. Und zwar schreibt jemand, der Coup wäre, dass die EU dem britischen Königreich ein Angebot macht, welches eben Großbritannien nicht ablehnen kann und somit dann in der EU verbleibt. Das wäre allerdings etwas, was
meiner Meinung nach die EU erpressbar machen würde. Also ich, wie gesagt, ich habe jetzt derzeit keine wirkliche Vorstellung, wie solch ein Deal ausschauen könnte. Aber was heißt das im Zusammenhang mit Erpressbarkeit? Ich glaube, dass das, was wir gerade zu sehen bekommen, auch eine Exempelstatuierung seitens der EU ist. Und zwar, und das kann man auch in diversen Kommentaren von einigen Brüsseler Politikern, zum Beispiel Luna Tusk, sehen, da muss man ganz klar sagen, das ist schon hart an der Grenze zu sehr antidemokratisch. Ich bin auch überrascht, wie offen da im Grunde genommen mit kommuniziert wird. Also Donald Tusk sagte zum Beispiel mal, dass er, als David Cameron ihn damals konfrontierte mit dem Plan zu einem Brexit-Votum, dass er sich, ich weiß gar nicht, ihm direkt gegenüber geäußert oder nur im stillen Kämmerlein, dass er wohl gesagt hat, dass er das für eine total bescheuerte Idee hält. Jetzt mal im übertragenen Sinne. Er hat nicht das Wort bescheuert genannt, aber dass er das überhaupt als gar keine gute Idee empfindet, was dann auch ehrlich gesprochen ja im Kern schon beinhaltet, wie viel Skepsis dort bezüglich der Wählerschaft eben besteht und wie wenig man eigentlich die Leute über solche weitreichende Dinge entscheiden lassen möchte. Es gibt sicherlich gute Punkte, die dann auch gemacht werden, die natürlich sagen, da wurden Dinge versprochen oder Dinge gesagt seitens der Brexit-Befürworter, die weit an der Realität vorbeigegangen sind. Aber nichtsdestotrotz stellt sich ja die Frage, warum hat sich denn keiner mal hingestellt und dann tatsächlich reinen Tisch gemacht? Das wird jetzt alles erklärt werden können und dergleichen. Aber worum es mir eigentlich primär jetzt geht, ist, ich denke, dass wenn man hier jetzt Großbritannien zu viele Rosinen picken lassen würde, dass das natürlich eine Signalgebung für alle diejenigen, welchen ganz besonders südeuropäischen Peripheriestaaten, wie ganz besonders Italien zum Beispiel, aber auch Spanien meiner Meinung nach, Portugal und so weiter, dass das eine Signalgebung wäre, die natürlich dort den ich nenne jetzt mal populistischen Flügel, dann Rückenwind verleihen könnte, was dazu führen würde, dass wir eben in diesem Zusammenhang dann weitere Referenten sehen, die dann auch entsprechend sich in ähnlichen Schlammschlachten hinsichtlich eines Deals, wenn diese Länder dann dafür stimmen, eben aus der EU auszutreten, resultieren würden und wo die EU jetzt schon bereits versucht, einen Riegel vorzuschieben, um einfach ganz konsequent zu sagen, Leute, spielt keine Spielchen mit uns, wir lassen uns hier nicht auf irgendwelche Deals ein, die in irgendeiner Form unser Gesamtkonstrukt Euro, EU, so wie wir es aktuell haben, ob man es gut findet oder nicht, sei jetzt mal eine andere Frage, aber dass wir das irgendwie in irgendeiner Form bereit sind, auf solche Deals dann entsprechend einzugehen. Und das ist eben etwas, wo ich aber sage, da hat die EU natürlich jetzt aktuell einen äußerst suboptimalen Zeitpunkt, denn dann sind wir wieder bei den wirtschaftlichen Verflechtungen, ganz besonders in Bezug auf Deutschland. Das hätte man machen können, sagen wir mal, vor 3-4 Jahren, da hätte man eine verhältnismäßig stabile Situation gehabt. Klar ist, die wirtschaftliche Situation in der Eurozone ist trotz der expansiven Notenbankpolitik der EZB weiterhin mehr als angespannt. Nichtsdestotrotz ist es aber auch so, dass Deutschland sich verhältnismäßig immer noch sehr stark präsentiert hat und auch die Exportüberschüsse natürlich durch einen sehr schwachen Euro hat, der durch die EZB begünstigt wurde, dann zu seinem Vorteil hat sicherlich nutzen können. Und diese Zeiten oder dieser Zyklus, dieser Wirtschaftsausschwung in Deutschland, der nähert sich halt jetzt dem Ende, just zu jener Zeit, wo sich eben mehr und mehr die Zeichen auf einen Deal oder auch Nicht-Deal entsprechend verdichten, was natürlich die Verhandlungsposition meiner Meinung nach seitens der EU schwächt, beziehungsweise jene der Briten eigentlich stärkt. Also so ist zumindest mal meine Einschätzung. Grundsätzlich lässt sich für den Euro-US-Dollar vielleicht festhalten, das abschließend in dem Zusammenhang, denn da kommt natürlich auch so die Frage, na, was hat denn das dann für potenzielle Auswirkungen auf den Euro? Ich glaube, dass jedes Zugeständnis an Großbritannien eher bärisch für den Euro zu werten ist, denn gerade wie gerade eben geschildert, erhöht es doch dann die Wahrscheinlichkeit weiterer Referenten in diese Richtung, zum Beispiel aus südeuropäischen Peripheriestaaten. Das sollte man meiner Meinung nach auf jeden Fall auch berücksichtigen. Und wahrscheinlicher ist es dann im Zusammenhang mit dem Euro, trotz einer gestern relativ starken Gegenbewegung, zurück in Richtung und über das 1,13er-Level, eher davon auszugehen, dass sich diese trendige Struktur der letzten Tage fortsetzt und zeitnah nochmal ein Test der 2018er-Jahrestiefs um 1,1220 eben tatsächlich dann erfolgt. So, ich schaue jetzt gerade hier auf die Uhr. Das ist die letzte Minute offiziell, die angebrochen ist. Dann würde ich final noch mal ganz kurz zum DAX rüber switchen. Der ist glücklicherweise nicht ausgestoppt worden. Ja, das ist auch
so ein Zeichen dafür, dass das eine ziemliche Geduldsprobe werden wird. Solche Korrekturbewegungen, die wir ja thematisiert haben. Also das heißt jetzt nach einer recht starken Aufwärtsbewegung und Abwärtsbewegung, es kommt nicht selten vor, dass solche Regressionen dann in dem Fall, also wenn wir das jetzt nur noch von nachmittags, freitags sehen würden, wobei wir eigentlich, wenn wir das übergeordnete Bild seit letzter Woche Montag, Dienstag betrachten, dass wir dann natürlich sagen, oder Entschuldigung, Dienstag bis Freitag betrachten, dass das eben eigentlich eine Korrekturbewegung in einer grundsätzlichen Abwärtsbewegung eben ist. Und nichtsdestotrotz ist das im derzeitigen Umfeld, wäre jetzt nicht überraschend, wenn das eher eine relativ zähe Angelegenheit wird, wo erst mit Unterschreiten der 11.150 ein bisschen stärkere Abwärtsdynamik aufkommt. Ich bin mal gespannt, ob das ansteht oder nicht. Wie gesagt, ich hatte es gesagt, ich bin in einer kleinen Position ja short positioniert. Der Open Range ist auch hier auf der Short-Seite unterwegs. Ich bin schon mal sehr, sehr froh, dass wir jetzt nicht wieder so einen kurzen Peaks gesehen haben, der Trade wird ausgestoppt und dann kippen wir ab, sondern dass wir vorher uns entscheiden, wieder abzukippen. Aber ich glaube, das wird noch ein paar Minuten dauern, bis da dann tatsächlich stärkere Dynamik aufkommt. Wir werden es in 2 Wochen, ist das nächste Event, unser nächstes gemeinsames Event, einfach in der Nachbetrachtung nochmal anschauen. Super. Sehr schön. Da ist noch eine Frage an dich, Jens. Vielleicht möchtest du das beantworten. Ich weiß gar nicht. Ja, also die Frage Live-Trading im Demo, genau, Live-Trading im Demo aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, es aus regulatorischer Sicht gar nicht erlaubt ist, Live-Trading mit einem Live-Account zu machen. Also zumindest mal ist das eine Vorgabe meines Wissens nach der FCA. Wir könnten auch ein Live-Trading machen mit Live-Geld, also scharf. Das ist, das macht keinen Unterschied für mich, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, ich darf das nicht. Richtig? Nicht richtig? Ja, tatsächlich, wenn das dein eigenes Konto ist, könntest du das machen. Müssen wir natürlich dann den Disclaimer nochmal verstärkt am Anfang drauf eingehen. Aber ja, du könntest dein Live-Konto könntest du zeigen. Oh, das ist gut zu wissen. Ja. Mal gucken. Könnt ihr. Okay, den Spaß lasse ich mir jetzt. wir quatschen einfach nochmal darüber und dann schauen wir mal, wie es nächstes Mal wird. Okay, machen wir. Sehr gut. Super, dann bedanke ich mich bei den Teilnehmern, dass sie ja auch heute wieder so zahlreich erschienen sind und auch wirklich von Anfang bis Ende dabei waren. War ja auch wirklich ein interessantes Webinar heute. Hat sehr viel Spaß gemacht. Passen Sie auf Ihre Positionen auf. Heute gibt es noch einige Wirtschaftsdaten, die rauskommen. Also der Markt könnte heute sich noch ein bisschen bewegen. Und würde mich freuen, Sie auch hier in 2 Wochen wiederzusehen. Jens, wir bleiben in Kontakt. Wir sprechen nachher nochmal. Und deswegen noch einen schönen Tag, noch eine schöne Restwoche. Und Jens, wie immer, du hast das Schlusswort. Ja, happy trading. Passt auf die Stops auf und wir hören voneinander in 2 Wochen. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao.